Jo, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und wenn wir mal ganz kurz dieser Musik lauschen, dann hat das so leicht, ich finde so oriental, ja, ne, so orientalische Klänge, so wie aus Tausend einer Nacht, wie man sich das so vorstellt. Und das erinnert mich gerade total daran, dass ich gerne ein nochmal, also dass ich gerne ein Assassin's Creed hätte, was wieder in diesem Setting spielt. So in diesem Bereich Tausend einer Nacht, das war. Der wieder mal das erste Teil. Es war einfach episch. Oder halt. Und dann hat er einen Origins. Anruf bekommen? Ja. Ja, Nastja. Genau. Aber er wird wieder gesund. Natürlich wird er das. Keine Sorge. Ich hätte gerne ein Dann gebe ich ihm morgen mein Bett, halbes wo Geld. ich Ich will, übernachten dass kann. es dir morgen wieder gut geht. Das ist die Kameraeffekte. Also gut, okay, nee, ich will jetzt keinen. Du bist wirklich ein Schatz. Kameramodus, Ui, verbergen, Screenshot, nein, will ich nicht. So, wir sehen jetzt, wie es hier aussieht, ne? Wir können hier auf jeden Fall auch weiter. Hier vorne, vielleicht nicht unbedingt die beste Location. Da müssen wir da hinten hinfahren zu dem Leuchtturm. Können wir machen. Ich will aber eigentlich die Nacht überspringen. Gab es nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen, hey, ich übernachte jetzt hier? Ne, anscheinend nicht. Tja. Geht's dir, Joscha? Wie wäre es mit deinem kleinen Päuschen im Schatten? Nein, ich habe heute Toll, Dienst. dass du heute Dienst hast. Ich hätte gerne Pause. Ja, hier, da drinnen. Da, das Bettchen. Also, da war jetzt eben die Werkbank, aber das Bettchen ist da auch in der Nähe. Kacke, Mann. Ja, gut, dann fahren wir mal lieber. Nützt ja nichts. Wir müssen. Kannst du machen nichts, kannst du nur gucken zu. Aber warum haben die kein richtiges Lenkrad? Das verstehe ich nicht. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Schnauze, was ist auf dem Flugfeld los? Die Jungs sagen, da findet es vor Krieg. Wie lange sag ich dir schon, dass du dort aufräumen und alles Brauchbare einsammeln sollst? Insbesondere die Waffen. Warum zum Teufel muss so viel gute Ausrüstung vergeudet werden? Die Jungs plündern und streiten sich darum und es interessiert sie nicht, dass du dort das Kommando hast. Hast du zu wenig Leute? Kommst du mit der Verantwortung nicht klar? Dann sag das gefälligst. Aber wenn du meinst, du schaffst das, dann will ich Ergebnisse. Ansonsten muss ich annehmen, dass du mich nicht respektierst. Okay. Ist ja toll. Ist ja garantiert eine große, glückliche Familie, hä? Nicht. Ich gucke, dass wir hier irgendwie wieder links rüberkommen auf die Straße. Beziehungsweise was auch immer. Oh, das also diesen Viechern. Nein, ich hänge jetzt nicht fest, oder? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Toll. Ah, okay. Aber wir gucken mal zu dem Boot. Vielleicht finden wir da irgendwas. Irgendwo Nachtsicht. Ach hier, das ist Nachtsicht. Ach genau. Toll, richtig toll hier.
Komm ins Ödland. Hier gibt's viel zu sehen. Gar nichts. Nichts. Genau. Da unten ist einer. Ich auf den jetzt ballere, kommen garantiert doch die anderen. Da oben drauf ist auch irgendwas, ne? Guck mal. Schnell mal einsteigen, fahren wir da mal hin. Gucken wir, dass wir da raufkommen. Anscheinend ist da irgendwas. Achso, warte mal kurz. Ja, warum sollen wir das nicht nutzen, wenn wir schon was gefunden haben, endlich mal? Ich finde halt bloß diese Bewegungsunschärfe. Oh mein Gott. Die finde ich halt so ein bisschen übertrieben hier beim Fahren, ne? Also, wenn du dich eben nach links und rechts bewegst, das sieht halt schon echt kacke aus. Das Gute ist, hier kann nicht so einfach einer rauf. Hoffe ich. Hä, nein. Sachen abbauen, so. Hier ist sonst nichts weiter da. Aber wenigstens ein kleines Feuerchen. So, war da hinten nicht noch irgendwas? Nee, ne? Hier unten sind ein paar Boote. Da ist auch noch ein großes Boot. Wir waren jetzt eben in dem hier. Ja, hier gibt es immer überall, also überall mal so zwischendrin irgendwie so eine kleine Stelle, wo was liegt, wo man hin kann. Das finde ich cool, das mag ich. Auch wenn ich sagen muss, dass es eigentlich genau wie bei allen anderen Open-World-Dingern auch ist. Oder bei Spielen, die dann Open-Worldig werden. Es gibt da nicht so wirklich viel zu sehen. Ne? Andererseits muss man aber auch fairerweise sagen, okay, was erwartet man denn, was man hier so zu sehen bekommt? Es ist halt alles kaputt. Gibt's halt nichts mehr. Ja. Also von daher passt das dann schon irgendwie. Auch wenn man sich gerne was anderes wünscht. So. Ich frage mich eigentlich, ob uns mal der Sprit ausgeht irgendwann, oder? Also hier ist die Straße, sehr schön. Ah, ist irgendwie so ein umgedrehtes Boot. Ob da irgendwas ist? Na egal, geh mal tagsüber wieder hin. Ich würde mir so einen Scheibenwischer gerne wünschen. Das wäre echt toll. Da oben muss was sein. Da ist auch irgendwas. Okay, hier geht irgendwas scharf. Aber wir gehen erstmal zum Leuchtturm. Das ist erstmal für uns so unser Ziel. Ein neuer Einsatz. Ah, okay.
von dieser Hexe. Okay, krass. Und wer sind die Primitiven? Das Ding gefällt mir. Ah, welchen Schlüssel wir brauchen, ne? Ah, genau, fliegt man weg. Oh. Den haben wir. Oh Mann, fuck. Was ist denn das hier? Übel. Jetzt. Schnell, 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 schnell. Bevor die uns hier platt machen. Sehr schön, aber da machen wir jetzt ein Päuschen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.